Fugui. Guter Tee wird noch für lange Zeit einen süßen Nachgeschmack im Mund hinterlassen. Schlechter Tee jedoch steckt wie ein Brockenstein im Halse fest. Warum hast du mich aufgesucht? Bist du hier für eine Gesichtslesung? Könnte ich eine Tasse Tee bekommen? Hast du jemanden gesehen, der so aussieht wie ich? Ach, schon nochmal die Frage. Nee, wir machen erstmal Gesichtslesung. Ich werde nicht angeben, aber mit nur einem Blick ins Gesicht kann ich nicht nur Glück und Unglück ablesen, sondern auch, wer besessen ist und wer eine böse Person ist. Ich habe bereits vielen Leuten umsonst ins Gesicht geblickt. Wie wäre es? Hast du Interesse? Das würdest du wirklich machen? Ja klar, lass mich mal sehen. Sehr geschmeidige Stirn, eckiger Kiefer, sehr symmetrisch, hübsche Augen und rosige Wangen. Dein Gesicht, es ist auf einmal etwas rot geworden. Du musst ja nur so vor Energie sprühen, was? Ich habe im letzten Kampf einen Schlag ins Gesicht bekommen. Ah ja, okay. Machen wir das Erste. Du redest frei von der Leber weg, sprichst sehr deutlich und scheinst ehrlich zu sein. Ich denke, du bist ein ganz ordentlicher Mensch. Außerdem kann ich deutlich erkennen, dass großer Reichtum vor dir liegt. Danke. Doch so, wie du im Moment eingestellt bist, könntest du ihm gerade so entgehen. Was? Hä? Okay. Deswegen solltest du nicht nach kurzweiligen Vergnügen suchen, sondern gewissenhaft arbeiten, um am Ende die Früchte deiner Arbeit ernten zu können. Soweit klar? Jetzt will ich noch fragen, ob er jemanden gesehen hat, der so aussieht wie ich. Da bist du bei mir an der richtigen Adresse. Ich lese ganz häufige Gesichter unzähliger Menschen. Lass mich mal deines sehen. Okay. Erstmal wiederholt er einen Teil von dem ersten. Nein, das kann nicht sein. Eine so anmutige Person wie du existiert sicher nicht noch einmal. Interessant. Da ich ja eine Zwillingsschwester, ich glaube zumindest, dass es Zwillinge sind, wurde sogar gesagt, aber noch, ich weiß gar nicht mehr, ist zu lange her, gibt es anscheinend doch zwei, die so aussehen. Sei gegrüßt, wir müssen dich einer Leibesvisitation unterziehen, bitte nicht. Dürfen wir jetzt gehen? Leibesvisitation? Wir haben besondere Anweisungen von Qixing erhalten und müssen jede auffällige Person untersuchen. Wenn es keine Probleme gibt, werde ich und meine Millelisen-Kameraden dir auch keine machen. Muss dein Kamerad denn nicht arbeiten? Warum bist du hier der Einzige, der arbeitet? Machen wir das Erste. Der ruht sich doch nur ein wenig aus. Er ist nämlich viel besser als ich. Er kann Gesichter lesen und sofort erkennen, ob jemand ein böser Mensch ist. Ich kann nur einen Haufen Fragen stellen. Dank ihm ist es hier schon viel ruhiger geworden. Wenn ich nur auch so ein Talent hätte wie er. Okay, der hat die Leibesvisitation darüber hinweg vergessen. Perfekt. Oh. Okay, Stimme, danke. So. Dann haben wir hier unsere nächste Statue der Sieben. Offen steht dir diese Welt, wenn Edelmut dein Herz erhält. Da ist auch noch einer und die deckt das Mittlere auf. Okay, aber guckt mal, wir sind gar nicht mehr so weit weg von Liyue. Sehr schön. Okay. Ah, ich muss Einklang mit der Geokraft machen, damit ich auf Geo wechsle. Nee, ich mach Statue anbeten. Dann mal alles. Leider hat das kein Level abgebracht, aber es macht nichts. Okay. Meine Güte, warum haben wir denn... Also, ganz im Ernst, Liyue hat viel mehr irgendwie Dörfer und so als Mondstadt. Ich habe jetzt gerade kurz gedacht, das sind Monster, die hier da rausgucken. Diese Schleime sind ja auch manchmal Element Pflanze. Oder so, und die... Und dann verstecken die sie ja schon mal im Boden.
Onkel Liu. Mein junges Kind, was kann ich für dich tun? Was machst du da? Ich träume nur so vor mich hin. Warte nur, bis ihr mein Alter erreicht habt. Dann werdet ihr feststellen, es ist besser, sich an die Vergangenheit zu erinnern, als sich auf die Zukunft zu freuen. Ich erinnere mich zum Beispiel oft und gern an meine frühere Nachbarin, Shu Shi, und wie sie in der Blüte ihrer Jugend aussah. Wann immer ich die Gelegenheit hatte, habe ich sie durch das Fenster beobachtet. Manchmal, wenn sie mich bemerkte, lächelte sie mir zu. Niemals werde ich die kleinen Grübchen vergessen, die sich bildeten, wenn sie mich anlächelte. Och, hatte das Gefühl, ich hatte das Gefühl, in ihren Augen gab es nur mich. Und was geschah dann? Dann? Was meinst du mit dann? Du glaubst doch nicht etwa, dass ich ihm meine Gefühle gestanden habe? Also, was sagst du denn da? Einfach so gestehen, das ist nicht so einfach, wie du denkst. Gar nicht so einfach. Also wirklich, die Jugend von heute hat wirklich überhaupt kein Feingefühl. Okay. Keine Ahnung, irgendwie hatte ich bei ihm gerade das Gefühl, das würde sich lohnen, die Stimme ein bisschen zu verstellen. Und ich glaube, das hat sich auch. Es war sehr lustig. Mal gucken, ob wir seine Nachbarin auch noch finden. Vielleicht ist sie das ja da vorne, keine Ahnung. Ich find's komisch, dass ich hier irgendwie nicht quasi so in Häuser mal rein könnte. Das ist so wirklich, lol. Mein junges Kind, was mit... Nee, das kann ich nicht. Das geht nicht, Entschuldigung. Mein junges Kind, was möchtest du kaufen? Ach, soll mir doch egal sein. Sag, wenn was ist. Erwartest du Kundschaft? Erzähl mir mehr über deinen Laden. Wartest du auf Kundschaft? Auf Kundschaft? Pfff, manchmal muss man einfach etwas länger warten, damit der Richtige kommt. Auf manche Leute wartet man jedoch vergebens. Tja. Aha. Ich möchte ihr noch die zweite Frage stellen. Über deinen Laden. Die Gegend hier ist sehr dünn besiedelt. Daher habe ich nicht so viel Laufkundschaft. Aber das macht mir gar nichts. Eigentlich bin ich auch schon seit einiger Zeit in Rente. Ich sitze nur noch hier, weil ich auf jemanden warte. Mein halbes Leben habe ich bereits auf diese Person gewartet. Jetzt kommt es auf ein paar Tage mehr auch nicht mehr an. Obwohl ich nicht weiß, ob ich bis dahin nicht schon längst unterm Torf bin, sollte die Person eines Tages doch noch kommen. Darf ich dem Typen also so einen leichten Tritt verpassen? Für sein Glück und so? Kann man ihm das sagen? Bitte sag mir, dass man ihm das sagen kann. Nein, schade. Ist da gerade der Blitz vor das Haus eingeschlagen? Oh, da ist ein Dings. Ja, zwar. Ich glaube, es ist gefährlich. Es gibt ein Sprichwort. Man ist nur einmal... Das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so interessant. Es gibt ein Sprichwort. Man ist nur einmal jung. Endet nicht wie ich. Ein Leben nur voll von Erinnerungen. Also eigentlich wollte ich da oben den... Was ist denn los hier? Man kann es vorher sehen, wo es einschlägt. Weil da schon Blitze auf dem Boden auftauchen.
Na, wo will er hin mit mir? Ugh. Okay, die haben da irgendwie eine Quest für mich. Ich bin nur irgendwie blind und sehe den Questgeber nicht. Hä? Ach da. Ja, okay. Aber das wollte ich auch später machen, wenn. So, wir gehen jetzt wieder zurück. An den beiden. An dem alten Liebespaar vorbei, was sich nie ihre Liebe gestanden hat. Irgendwie schon traurig, oder? Also ich finde es schon irgendwie traurig. Die beiden sind gefühlt ein Leben lang hier an diesem Ort gebunden, weil sie eigentlich sich lieben, aber gegenseitig das nicht sagen wollen, weil es angeblich zu einfach wäre. Oder vielleicht aus ihrer Sicht, weil er ist jetzt langsam gut. Weil sie sagt, ja, der Mann muss sagen, dass man sich verliebt hat. Was übrigens auch eine sehr alte, finde ich, Denkweise ist. Sichtweise ist. Sehr gut, Quatsch. Oh shit. Ups. Ich habe nicht früh genug drauf geachtet, wie viel Ausdauer ich noch habe. Upsi. Den Weg gar nicht gesehen. Ich hasse diesen Ring gerade. Geimann. Hey Geimann. Zu jener Zeit stand mein Großvater genau an dieser Stelle, dem dämonischen Drachen ins Auge blickend. Was machst du da? Ich bin Romanschriftsteller und betreibe derzeit für mein neues Buch noch Recherchen. Eigentlich bin ich nach Liyue gekommen, um den Autor vom Schwert gefunden im Herbst zu treffen, stolperte aber stattdessen über den Verfall der Guhua-Schule. Dieses Thema gefiel mir, also entschied ich, es für mein Debüt zu verwenden. Das erste Kapitel beginnt direkt mit dem Kampf des alten Meisters gegen Drachen. Wusstest du, dass dies genau der Ort ist, an dem er gestanden hat? Was ist vom Schwert gefunden im Herbst? Oder erzähl mir von der Guhua-Schule. Da krieg ich irgendeine Belohnung. Machen wir das. Einst war es eine florierende Organisation in Liyue. Damals nannte man sie sogar die Guhua-Bruderschaft. Aber nun gibt es, glaube ich, nur noch wenige, die sich als Guhua-Schüler bezeichnen würden. Ich habe vor ein paar Tagen ein Bündel Einhänder von jemandem gekauft, der behauptete, ein Guhua-Schüler zu sein. Er behauptete, dass sie die geheimen Schätze des Clans seien. Aber der Meister in der Schmiede sagt mir 2 Tage später, dass es nur gewöhnliche Waffen seien. Ich habe nicht geglaubt, dass Scharlatane aus Liyue so hinterlistig sein können. Nun, diese Einhänder sind für mich eine Bürde. Also, warum nimmst du sie nicht? Aus den Augen, aus dem Sinn, sozusagen. Cool. Danke. Das ist Liyue da vorne. Durch den Regen sieht gerade etwas komisch aus mit dem Nebel dann dazu.
Es wäre toll, wenn der Schnee, der Regen mal aufhören würde, dann könnte ich diese Kiste hier aufmachen.